Da ja viele mir nicht geglaubt haben, in verschiedenen Foren, so wie in Facebook, dass die legendären Pokémon in Pokémon Go existieren und sie auch fangbar sind, habe ich mir gedacht, okay, ich mache jetzt mal ein kleines Video dazu, wie genau ich das angestellt habe. Und ihr seht auch hier bei den Bildern, die ich hier gepostet habe, dass es auch den Meisterball gibt, dass es andere Bären gibt, die wir noch nicht kennen und die auch noch nicht definiert worden sind im Spiel. Sprich, die sind noch nicht irgendwie für Funktionen zu haben, aber haben schon ihren eigenen Code, was sie bezwecken sollen. Und dass man legendäre Pokémon auch im Spiel schon fangen kann, beziehungsweise sie existieren, so wie Ditto, Mew, Mewtwo und Zapdos, Arctos, Lavados. Viele dachten, ja, ich mache hier ein Spaßvideo und beziehungsweise Spaßbilder und erlaube mir einen Scherz. Und ja, ich will euch jetzt erstmal des Besseren belehren. Als erstes will ich euch sagen, es ist kein Fake-Video oder es sind keine Fake-Bilder gewesen. Das nächste ist, ich kann mir damit gar keinen Vorteil verschaffen. Vorhin weg. Ich kann damit nicht in meiner Stadt jetzt rumlaufen und dann in den Arenen hier meine starken Pokémon, die ich jetzt hier fange, wie Arctos, Zapdos, Lavados, kann ich hier auch nicht in die Arena setzen. Das geht nicht. Wie komme ich auf das Ganze? Das ist eigentlich ein privater Server. Den Link habe ich in der Videobeschreibung hinzugefügt vom originalen Hersteller, und zwar das ist Skinfreak, das sieht man auch dann hier, wo ich da die ganze Zeit im Pokestop drehe und hier auch Meisterbälle rausbekomme, dazu kommen wir gleich. Dieser Typ hat sich erlaubt, von jemandem praktisch den Source Code herauszuholen und dann einen privaten Pokémon Go Server zu erstellen. Damit haben wir dann die Möglichkeit praktisch auf diesen Server zu connecten und dann das zu tun, wonach wir immer Lust hatten, und zwar legendäre Pokémon fangen oder sonstiges. Der Nachteil ist einfach, man kann die Pokémon, wenn irgendwann mal die Verschickfunktion existiert, nicht verschicken, man kann sie nicht in Arenen reinsetzen, weil keine Arenen hier weit und breit existieren, die müsste man selber hinzufügen. Naja, gut. Was genau werde ich euch jetzt hier zeigen? Ihr seht hier schon drei verschiedene oder vier verschiedene Lavadosse, die ich gespawnt habe. Das geht ganz einfach mit meiner Konsole hier. Das ist hier der Server, wie ich es ja bereits erklärt oder gezeigt habe. Und das Ganze läuft über den PHP MyAdmin MySQL Server, der auch auf dem PC läuft, nicht online. Es ist aber möglich, dass Rooted User auf meiner, auf meinem Server connecten können und hier zum Beispiel dann auch das machen können, was sie wollen. Beziehungsweise ich kann dann einstellen, wo die Pokémon spawnen sollen, was aus einem Pokéshop kommen soll, was alles Mögliche kann man da machen. Also man hat die ganzen Codes. In meinem Beitrag also im Pokémon Go Forum sieht man jedes Pokémon mit den gleichen Attacken hier: Käferbiss und Verzweifler, Käferbiss und Verzweifler. Das liegt einfach daran, dass im Pokémon Go Server Master das so eingestellt worden ist, dass man nur diese zwei Attacken pro gefangenes Pokémon bekommt. Ich habe mal versucht, aus Spaß ein anderes, andere Attacken auszuwählen. Da habe ich auch so eine Liste gefunden. Move 1 und Move 2, das ist Attacke 1 und 2. Damit ihr es auch jetzt gleich wisst. Ich habe es versucht, zum Beispiel Hyperstrahl und so weiter und so fort hinzuzufügen, auch mit den gleichen passenden Codes, aber es funktioniert irgendwie nicht, da crasht der Server, ich weiß auch nicht warum. Der Server ist noch in der Beta-Phase und das soll ja eigentlich nur aus Spaß dienen. Aber okay, schon mal das Problem gelöst oder diese Theorie geklärt, dass es fake sein soll, weil jedes Pokémon hier Käferbiss und Verzweifler besitzt. Ich werde jetzt euch mal zeigen, wie Lavados hier aussieht. Ich mache mal hier den Ton an, damit ihr es auch hört. Mit 539 CP, man kann die CP im Spiel leider selber auch nicht einstellen, das habe ich auch schon versucht. Das ist immer random generiert und ich habe unendlich Pokébälle, ich kann sie schmeißen wie ich will. Also es wird nicht weggezählt, weil es im Server auch nicht eingestellt worden ist. Normalerweise ist im Server dann so eine Anfrage oder Abfrage, dass wenn man ein Pokéball oder irgendwas schmeißt oder irgendwas hingibt, dass es dann auch vom Server, also von deinem Inventar verschwindet, was hier in dem eigenen Server nicht eingestellt worden ist, weil da die Codes fehlen. Das ist alles noch serverseitig von Niantic gehalten. Und ihr seht ja hier Lavados jetzt, und jetzt will ich euch mal zeigen, der Master Ball, wie der eigentlich programmiert worden ist. Also egal wie man ihn schmeißt, der fliegt genau in die Mitte. Und das ist nicht, das ist jetzt nicht selber gecodet oder sonst was, dass er direkt so geradeaus fliegt, sondern das ist beabsichtigt von Niantic. Das liegt einfach daran, dass wenn man mal den Masterball bekommen sollte im richtigen Pokémon Go Spiel, dass man den auch nicht verwerfen sollte, weil wenn man den verwirft, ist halt scheiße, ne? Und ja,
Der Vorteil ist einfach hier, ihr seht jetzt dann Lavados, habe ich gefangen mit WP 539. Käferbiss und Verzweifler, es sind beide gleiche Attacken. Ich bekomme auch keine Bonbons, weil das auch serverseitig gehalten worden ist. Alles ist serverseitig gehalten. Auch wenn ich jetzt das Pokémon verschicke, bekomme ich keine Bonbons. Ich kann es euch mal zeigen. Ich habe 200 WP bekommen. Ich versuche es mal zu fangen. Mit Klasse. Jeder Pokéball, den ich schmeiße, wird das Pokémon gefangen. Egal, wie stark es ist. Also jeder Pokéball, den ich hier verwende, ist wie zu sagen ein Meisterball, weil es im Server noch gar nicht eingestellt worden ist. Also die Pokébälle haben hier eine hundertprozentige Fangchance. Ich habe hier jetzt ein Bonbon bekommen, weil ich es ja verschickt habe. Ne, Quatsch, ich habe gar kein Bonbon bekommen, weil man bekommt ja keine Bonbons, da ist ja nicht, weil da, ach, mein Deutsch heute, weil alles ja serverseitig geliefert wird und man hier auch nicht power-uppen kann. Ah, ihr seid mir schon, Leute. Naja. Ich werde euch jetzt auch noch was anderes zeigen, bevor ihr sagt, ja, das ist nur Lavados, zeigt mal was anderes. Ich werde euch jetzt mal zeigen, wie man zum Beispiel ein Ditto spawnt und das auch ganz viele, indem ich dem Server einfach den Befehl gebe, spawn, dann meinen Namen, dann das Pokémon und wie oft es da sein soll. Ich habe es jetzt 50 Mal spawnen lassen. Ihr werdet sehen, hier ist noch gar nichts. Das liegt einfach daran, dass ich das Spiel einfach mal ganz schnell neu starten muss. Auf der neueren Pokémon Go-Version läuft das Ganze. Was ist das für ein Scheiß? Auf der neueren Pokémon Go-Version läuft das Ganze noch nicht, also 0.37, weil der Server nur für 0.35 konfiguriert worden ist und ich weiß nicht, ob die Hersteller da noch irgendwie überhaupt Lust haben, da den Server noch zu konfigurieren für die neue Version. So, jetzt bin ich hier, kann wieder den Pokéstopp 10.000 Mal drehen, bekomme Meisterbälle. Hier sehen wir auch schon Ditto. Und Ditto ist auch in der Fresse vor uns gespawnt. Ihr seht selber, es ist kein Fake oder sonst was. Ich habe das Video nicht bearbeitet. Ich kann auch gerne hier 1000 Mal drüber gehen. Das ist einfach kein Fake, damit ihr endlich mal glaubt, dass es kein Fake ist. Hier ist auch wirklich Ditto. Ich versuche mal, es mit dem Pokéball zu fangen und verschmeiße ihn natürlich. Okay, so, jetzt habe ich ihn getroffen. Und ihr werdet sehen, ich fange jetzt Ditto auch mit einem ganz normalen Pokéball, egal was ich mache. Ihr müsst einfach nur dabei bedenken, es ist kein Vorteil gegenüber anderen, sondern es ist einfach nur aus Spaß, um zu gucken, was noch hinter den Kulissen von Pokémon Go steckt, beziehungsweise was es noch für versteckte Items gibt. Ihr seht hier zum Beispiel auch noch verschiedene Beeren, hier eine Moorbeere, eine Nanabeere, eine Nierbeere, eine Sanabeere. Die Nierbeere konnte ich im Code entziffern, oder ich glaube, das war die Sanabeere, dass diese Beere soll das Pokémon in den tiefen Schlaf versetzen. Das heißt, dass das Pokémon, wenn ihr es gibt, dann wird das Pokémon eingeschläfert und ihr habt dann eine Möglichkeit, das Pokémon dann ohne große Probleme zu fangen oder die Chance, das Pokémon zu fangen, ist dann natürlich auch da. So, ich werde das Ganze nochmal hier spawnen, dann werde ich hier auch einen direkten Pokéstopp bekommen. Ich werde jetzt zum Beispiel einen Dragonite spawnen. Ach, scheiße. So. Nochmal 50 und dann wieder aus dem Server raus. Es ist wichtig, dass ihr auch versteht, man bekommt auch keine Pokédex-Einträge, weil das Ganze auch noch nicht aktiviert worden ist im Server-Emulator. Da Niantic alles und was auch immer man im Spiel, alles wird serverseitig laufen. Egal was man hat, alles läuft serverseitig. Ich habe die Items eigentlich gar nicht hier, kann aber sie benutzen, wenn ich sie benutze. Dann bleiben sie auch unendlich da. Ein Glücksei kann ich auch nicht benutzen, weil das noch verbuggt ist. Und ihr seht jetzt hier, habe ich ganz verschiedene, viele Dragorans gespawnt. Die kann ich dann nach beliebigen anklicken und auch dann fangen. Die WP-Anzahl ist hier jetzt wieder ganz anders, weil das Fragezeichen da ist. Das heißt, es wird ein bisschen höher sein als das Lava, das was ich hatte. Ihr seht selbst mit dem Meisterball keine Probleme. Es geht direkt in die Mitte rein, einfach fabelhaft. Man bekommt dafür auch seine doppelten XP-Punkte. Allerdings, wie gesehen, hier im Video nicht, weil, beziehungsweise hier in dem Server-Emulator bekommt man keine doppelten XP, weil einfach nichts eingestellt worden ist. Ich habe da auch nicht die Zeit dazu gefunden, irgendwas einzustellen. Es war auch eigentlich nur ein kleiner Spaß, um euch zu zeigen, dass es wirklich Dragoran gibt. Ihr seht auch hier mein Level, das ist auch ziemlich verbuggt. Ich habe hier minus 70.000 XP-Punkte, 999 Pokémünzen. Das untere habe ich keine Ahnung, warum das so gezählt worden ist. Es war automatisch. Und den Shop, den kann man allgemein nicht öffnen, weil man ja nicht mit den Niantic-Servern verbunden ist. Pokédex-Einträge bekommt man auch nicht. Ist auch ganz klar, weil alles einfach serverseitig läuft. Man hat zwar die Pokémon hier im Team drinne, man kann sie angucken, mehr aber auch nicht. Man kann sie auch power-uppen. Hier sieht man auch Dratini-Bonbons. Man kann die Namen ändern ganz normal und ja. Was mich jetzt noch interessieren würde, wenn ich hier spawn.
wenn ich hier mal hier ein paar Evolis spawnen lasse, ob das auch funktioniert mit dem Entwickeln. Wobei, ich bekomme gar keine Bonbons. Ich habe das Ganze noch nicht ganz ausführlich getestet. Ich werde es mir noch ein bisschen angucken. Hauptsächlich habe ich das nur gemacht, um in diesem Forum hier, was ich ja dann das Video hier auch verlinken werde, um zu zeigen, was es hier so für Pokémon gibt, was es für Pokémon versteckt gibt in Pokémon Go, dass sie fangbar sind und ja, das soll eigentlich auch schon alles wieder gewesen sein zu dem Ganzen. Oh, ich habe das jetzt falsch eingegeben. Jetzt kommt wieder Missingno. Ihr seht es hier so, wenn man irgendwie ein falsches Pokémon angibt, was nicht existiert, dann kommt genau die Pokédex Nummer 152. Ich habe das letzte Mal, was war das, gestern habe ich das auch gemacht. Ich glaube, ich habe nur Missingno eingegeben, dann kam hier ein Pokédex-Eintrag 152 und dann war dieses Bild auch zu hier zu sehen. Also ich gehe davon aus, dass es Missingno ist, weil Pokémon Go hat momentan nur 151 Pokémon, also 151 registrierte Pokémon. Aber naja, gut. So, Freunde, das soll es jetzt auch gewesen sein. Was ist das für ein Scheiß? Das soll es jetzt auch gewesen sein mit dem kleinen Infovideo beziehungsweise zu der Aufklärung von den eigenen Pokémon Go Server, wie das Ganze aussieht. Und wenn ihr dabei Interesse habt, das selber mal zu testen, dann schreibt es einfach in den Kommentaren oder in dem Forum. Ich habe das mal verlinkt. Wer auch ein Tutorial darüber haben will, der soll einfach mal schreiben, dann mache ich auch eins, damit ihr euch das selber mal angucken könnt. Ihr müsst aber dabei bedenken, ihr habt damit keine Vorteile oder sonst was, sondern einfach nur den Spaß, selber die Pokémon so zu fangen, wie der Meisterball aussieht und so weiter und so fort. Nun gut, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Euer Shisha-Zocker verabschiedet sich. Tschüss.